Hallo nochmal und willkommen zum R3S, zur R3S-Bühne des RC3 und zum Vortrag, hoffentlich die letzte Remote-Konferenz. Und jetzt geht es um Verschlüsselung in militärischer Stärke, in Anführungszeichen, also mit 1024-Bit-Verschlüsselung. Von Silver Alboy. Ja, Silver und Boy. Entschuldigung. Dieser Talk wird auf Englisch gehalten. Und wenn ihr das hier hören könnt, dann habt ihr schon die deutsche Übersetzung gefunden. Wird allerdings auch auf Deutsch übersetzt. Die entsprechende Konfiguration findet ihr in eurem Webplayer. Und dann wisst ihr auch schon, dass man im Webplayer oder in der Software die Soundspur richtig aussuchen könnt. Und heute Abend gibt es wieder eine Lightning-Runde mit kurzen Vorträgen, etwa so 5 Minuten. Und wenn ihr teilnehmen wollt, es sind noch Plätze frei. Bitte geht zu dem entsprechenden Blogpost über die Informationen. Und bitte, wenn ihr teilnehmen wollt, tragt eure Telefonnummer ein. Die Event-Telefonnummer ist wunderbar. Dann die Herald News Show. Wir suchen auch da noch für Beiträge, um Leute auf dem Laufenden zu halten, was passiert. Wir können das nicht alles wissen, deswegen sind wir auf eure Mithilfe angewiesen. Bitte schickt uns das. Die Adresse habe ich leider gerade nicht mitbekommen. Nach dem Vortrag wird es noch Fragen und Antworten geben und da könnt ihr gerne in den ganzen Plattformen Mastodon und Twitter mit dem Hashtag R3S oder R3S und so weiter oder einfach hier im Chat. Ihr werdet sicher einen Weg finden. Jetzt muss ich noch mein Telefon kurz entsperren. Last but not least, Silver arbeitet beruflich mit Krypto. Er macht das sehr gerne. Und er verbringt auch gerne seine Zeit damit, Krypto- und Security-Angriffe durchzuführen. Oder und er spielt auch gerne CTFs. Das passt jetzt nicht so richtig. Und Boy ist auch ein Forscher für Security-Themen, macht das auch beruflich, mag natürlich auch Kryptographie, Hacking und Salsa. Warum auch nicht? Okay, also eine Runde Applaus für die zwei. Hallo? Thank you for joining us to, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Silver. Ich werde euch zeigen, wie man ein AES 1024 Verschlüsselung kriegt in militärischer Stärke. Und ich werde euch ein paar Probleme zeigen, die ich in meiner Forschung gefunden habe. Also das Projekt hat angefangen mit einem forensischen Problem. Also ein Freund von mir hat einen USB-Stick gefunden mit einem Vault, der mit dieser Software Secure Access von SanDisk verschlüsselt wurde. Und der hat um Hilfe gebeten, das zu knacken. Und wir haben es versucht, aber in der Zwischenzeit wurde dann einfach das Passwort gefunden. Auf einem Post-it. Und das hätte jetzt auch schon das Ende sein können. Aber während ich diese Software mir genau angesehen habe, habe ich gemerkt, dass es mit jedem Gerät, also jedem Speichermedium von SanDisk, das man kauft, mitgeliefert wird. Und wenn man das benutzt und startet und das Passwort eingibt und das Passwort ist richtig, dann kriegt man Zugang zu den Daten. Man kann sie dann anzeigen, exportieren, also jetzt nichts Weltbewegendes.
eine ganz normale Verschlüsselungslösung, eine Vault-Lösung, eine Tresor-Lösung, wenn man so will. Und man kann jetzt hier auch die Verschlüsselungsmethode aussuchen. Standardmäßig ist hier 128-Bit eingestellt, aber mit der Premium-Version kann man auf AES 1024 hochgehen. Das hat mich etwas überrascht und dann hat es mich angefangen zu interessiert. Und wie ihr vielleicht wisst, ist AES nicht standardisiert für Schlüssel größer als 256-Bit. Und daher wollte ich wissen, wie sie das hier implementiert haben. Also habe ich es mir ein bisschen genauer angesehen und habe gemerkt, dass diese Lösung von einer Firma namens ENC Security entwickelt wurde. Und auf ihrer Website haben sie sehr, sehr starke Behauptungen aufgestellt und behauptet, dass es ganze militärische Level erreicht. Besonders, weil jedes Mal, wenn ich diese Behauptung sehe, dann muss ich an diesen Tweet denken von Crypto Dictionary. Okay, now you have to look inside the solution to discover how it is implemented. Und jetzt muss man sich genau ansehen, wie es implementiert ist. Also der Tweet war Military in Kryptographie oder Verschlüsselung ist oft zu echter Verschlüsselung wie Militärmusik zu echter Musik. Es wird per Default von Lexar, Sony und Western Digital verwendet und ausgeliefert. Und obwohl es sehr weit verbreitet ist, aber es ist noch nicht von Hashcat oder John the Ripper unterstützt. Also forensisch ist es sehr interessant für uns, weil wir gerne eine Brute Force Methode dafür hätten. Also falls wir das nochmal sehen. Und ich wollte jetzt wissen, ob ich AES 1024 über Brute Forcen kann. Also habe ich das Umkehren, den Reverse, angefangen. Es ist ein PE-Bit-Binary mit etwa 10 MB, verpackt mit UPX. Also konnte ich es mit PE Explorer auch entpacken. Es gab keinen Debug-Schutz. Es war einfach in C++ geschrieben und mit Visual Studio kompiliert. War also etwas schmerzhaft, das zu reverse-engineeren. Aber ich habe Ghidra benutzt. And I use as well Radar disassembler. And the solution use Qt for graphic user interface and OpenSSL. Und es benutzt einfach Qt für das User Interface und OpenSSL für die Krypto. Das erste Problem, das ich hatte, wenn man das Programm ausführt, auf einem anderen Ort als dem Speichermedium, dann kriegt man eine Fehlermeldung, die besagt, dass die Applikation nur auf diesem Speichermedium von zum Beispiel Sony läuft. Bei SanDisk war es okay, da hatte ich ja einen USB-Stick, aber bei Sony hatte ich keine SSD von denen. Also habe ich den String im Programm gesucht, im Binary, und ich dachte, dass wahrscheinlich nur eine Gabelung ist. Und dann habe ich das einfach mal blind gewechselt. Und dann hat das Binary einfach gestartet, ohne weitere Überprüfungen. Also von da an konnte ich es überall ausführen, wo ich wollte, was sehr bequem war. Und ein weiteres Feature, das ich benutzt habe, sehr viel benutzt habe, ist Ghidra Function ID. Und weil OpenSSL und Qt verwendet wurde, habe ich die Signatur von der kompilierten Version der Library erstellt und dann konnte ich diese Signatur im Binary suchen. Und sobald es in Ghidra gefunden wurde, hat es
die Information direkt vor der Funktion eingefügt. Und das hilft sehr mit der Identifikation der Funktion. Und so konnte ich eben die Krypto-Funktion auch finden. Und das war unglaublich hilfreich. Und dadurch ging das Reverse Engineering natürlich viel, viel schneller. Dann habe ich beobachtet, wie das Binary, also das Programm, sich verhält. Dann habe ich erstmal das falsche Passwort eingegeben und bemerkt, dass nur ein Datei in diesem gesamten Einstellungsordner offen ist während diesem Vorgang. Das ist filesystem.dat. Das wird geöffnet und wenn das Passwort falsch ist, wird es wieder geschlossen. So I knew that my password dass irgendein Vergleich mit etwas in dieser Datei stattfindet. Jetzt gehen wir mal kurz einen Schritt zurück. Das allgemeine Problem, das wir hier versuchen zu machen, ist, dass wir einen Passwort-Hash-Algorithmus umkehren wollen. Wir haben also den Schlüssel, der vom Passwort abgeleitet ist, und wir wollen das umkehren. Wir haben einen eindeutigen und zufälligen Salt-Wert, um eine Wörterbuchattacke oder auch eine Rainbow-Table-Attacke zu verhindern. Und heute werden hauptsächlich Algorithmen wie PBKDF2, Balloon Hashing, wir haben Script oder S-Script und Argon 2. Das war der Gewinner der Passwort-Hashing-Competition, also des Wettbewerbs. Wenn euch dieses Thema über Passwort-Hashing besonders interessiert, würde ich euch empfehlen, dass ihr die Literatur mit diesen Stichworten und insbesondere die Passwort-Hashing-Competition euch genau anseht. Das ist sehr interessant. In diesem Projekt habe ich mich besonders mit KDF2 angesehen. Der Algorithmus ist sehr einfach. Man hat den Salt-Wert und hängt den an das Passwort ran, beziehungsweise kombiniert das, und das Passwort ist als Schlüssel benutzt für diese Funktion. Und das macht man C mal, also C ist die Anzahl, wie oft man es macht. Und dann XOR, verknüpft man all die Ergebnisse mit XOR. Das erste Problem hier ist, okay, aber was, wenn ich einen Schlüssel will, der größer ist als dieser HMAC-Output? Zum Beispiel ein 1024-Schlüssel, wenn ich nur diesen HMAC-Wert habe. Und das war jetzt ein Problem der ersten Version dieses Algorithmus. Und das lösen sie hier, indem sie das einfach als ersten Schlüssel sehen. Und dann lassen sie den Algorithmus ein zweites Mal ablaufen mit einer zweiten Zahl, und das ist einfach konkateniert, und lassen das mit dem zweiten Key durchlaufen. Und jedes Mal, wenn wir so ein Keybyte haben, wird das konkateniert, so lange, bis ich einen Gesamtschlüssel habe, der lang genug ist. Und hier in dem Beispiel machen wir das 8-mal. Dann haben wir den finalen Schlüssel. Das ist okay. Aber was ist im Programm, das ich jetzt hier vor mir hatte? Ich habe gemerkt, dass die Iteration hart einprogrammiert ist. Und dann haben wir eine Schleife mit der Hash-Funktion drin. Und wir haben jetzt diese Hauptschleife. Und das ist fast wie in der richtigen Funktion umgesetzt, aber es ist nicht die HashMac, sondern MD5, also eine Hash-Funktion. Und das Passwort ist einmal gehasht und dann in MD5 wieder und wieder eingegeben, 1000-mal. Und dann ist der Schlüssel genauso ausgegeben. Ein anderer Unterschied ist, dass der Salt-Wert und die Konstante
ja, einmal durch MD5 gejagt wird und dann XORed wird mit dem Output. Und das führt jetzt zu ein paar Unterschieden. Das erste Problem war, okay, ich konnte den Algorithmus sehen, aber ich weiß nicht, woher der Saltwert kam. Oder der Salzwert. Ich habe diesen String gefunden, oder die Funktion, die danach sucht, aber ja, es ist hardcodiert. Ja, und dieser String ist dann einfach der Saltwert. Es war Zufall, aber nicht mehr einzigartig. Also ein zufälliger Wert, aber nicht einzigartig. Also nicht mehr wirklich zufällig. Da ist natürlich gleich eine Attacke relativ offensichtlich. Man kann dann wieder eine Wörterbuchattacke fahren. Und ich habe das dann verglichen mit anderen Herstellern. Und der gleiche Wert wurde von all diesen Herstellern verwendet. Also man muss es nur für eine Firma schreiben und das wird dann überall funktionieren. Das war der erste Fehler, den ich wirklich gefunden habe. Der erste große Fehler. Ein weiteres Problem ist die Anzahl der Iterationen. Und heute werden 310 Iterationen oder mehr für diesen Algorithmus empfohlen. Also diese Zahl von Iterationen sollte wirklich höher sein oder man sollte es updaten können in einer guten Softwarelösung. Aber es gibt ein anderes, größeres Problem. Und das ist ein Konstruktionsproblem. Wenn ihr euch den blauen Teil anseht, dann seht ihr, dass es nicht wirklich mit dem Salt abhängt, vom Salt abhängt. Also da nehmen wir dann jetzt also 1000 mal den MD5 und den Wert benutzen wir dann, um den zweiten Key zu berechnen. Und dieser Faktor ist hier wirklich relevant, weil wir müssen das nicht nur einmal berechnen, sondern wir benutzen das auch für alle Schlüssel, die wir benutzt haben, die wir generiert haben vorher. Also es ist wirklich ein Designproblem. So, und hier können wir jetzt wirklich sehen, dass zwischen dem 128-Bit und dem 1024-Bit Schlüssel ist hauptsächlich wirklich nur der Unterschied in der XOR-Operation. Und zusätzlich können wir diese Vorberechnung benutzen, um ein Dictionary zu bauen, also eine Bibliothek. Selbst wenn das Salt zufällig generiert wurde, können wir darüber vorgenerieren, ein Dictionary, diese Bibliothek, und indem wir diese XOR-Werte benutzen, solange der Hash konstant ist. Und das heißt, selbst wenn wir sehr nah an PBKDF2 sind, erreicht es nicht das gleiche Level an Sicherheit, weil diese Sicherheitsprobleme existieren. Okay, also das war jetzt die Schlüsselverifikationsfunktion und jetzt kommen wir zur Schlüsselverifizierung. Und sicherzustellen, dass das Passwort von einem Nutzer korrekt ist, lesen wir diese Dateisystemdatei, wie ich vorhin erklärt habe, und wir entschlüsseln die Werte. Wenn das Klartextpasswort ist gleich dem Wert, der hier angegeben ist, dann gehen wir davon aus, dass das Passwort korrekt ist. So, das Erste, was ich jetzt aber wissen musste, ist, was ist der Verschlüsselungsalgorithmus hier? Wie wird diese FileSystem.dat entschlüsselt? Und dieser Teil vom Code hier konnte nicht dekompiliert werden von Gidra. Da waren ganz viele SSI-Instruktionen, die sehr schwer zu rückwärts zu rechnen sind, zu dekompilieren. Und auch die Dekompilation hier hat nicht viel geholfen. Aber so konnte ich wenigstens irgendwie ein bisschen das mit OpenSSL vergleichen und habe also im Quellcode von OpenSSL rumgeguckt und habe tatsächlich dort einen Teil gefunden, der SSI-Instruktionen findet, um die IIS zu implementieren. Und die waren in genau der gleichen Reihenfolge wie das, was ich hier gefunden hatte. Also konnte ich so herausfinden, dass wahrscheinlich IIS für die Verschlüsselung und Entschlüsselung dort benutzt wurde.
Und es stellt sich heraus, es war IIS im Counter-Modus, im Zählermodus. Also für IIS 128 war es ein IIS im Zählermodus. Also relativ einfach. Also gucke ich mir jetzt IIS 128 an. Dafür muss es ein 256-Bit-Block sein im CTR-Counter-Modus. Aber es waren tatsächlich zwei Iterationen von IIS 128. Aber die Nonce wurde mit dem zweiten Schlüssel ver-XORed bei der Schlüsselderivation. Und so wird der Schlüsselstream dann wieder ge-XORed, der entschlüsselte, mit dem Klartext. Und so können wir jetzt bei IIS 512 und IIS 128, muss ich jetzt gar nicht wissen, wie das funktioniert, sondern wir machen genau das Gleiche. Wir machen mehrere Iterationen hier für IIS 128 und IIS 1024. Und wir benutzen immer diese Schlüsselderivationsfunktion. Und das können wir jetzt immer nur für die ersten 8 Bytes machen. So wurde der Counter immer schön nicht mehr bearbeitet. Musste nicht geändert werden. So, hier ist der Unterschied zwischen IIS 128 und IIS 1024, ist nur die Anzahl der IIS-Verschlüsselungen. Und zusätzlich war tatsächlich nur die Hälfte der generierten Schlüssel-Bits tatsächlich benutzt, weil obwohl wir 1024 Bits benutzt haben, wurden immer nur ein Teil der Nonce benutzt. Am Ende ist das Level der Sicherheit nicht höher als das Level der Sicherheit von Passwort. Wenn das Passwort eine niedrige Entropie hat, dann kann die Sicherheit nicht höher sein als diese Entropie. Trotzdem muss man sagen, dass die Nonces generiert wurden mit dieser zufälligen Bytes-Funktion und daraus kam diese Nonce. So, und jetzt in diesem Zustand des Projekts hatte ich mehr oder weniger alles, um den Brute Force zu bauen. Also habe ich ein Python-Skript geschrieben, um die Daten zu extrahieren, die ganzen Nonce und so, und alles, was ich für das Brute Forcing brauchte. Ich habe außerdem herausgefunden, dass man falsche Positive haben kann, tatsächlich, nach ungefähr 2 hoch 32 Kandidaten, die man durchtestet, weil man das Passwort gegen nur einen 32-Bit-Word testet. Allerdings für SanDisk und Sony gibt es eine Version, wo noch ein magisches Raum dabei ist, dass diese falschen Positiven dann wieder ausfiltert. Das heißt, meine Implementierung ist übrigens verfügbar hier auf meinem GitHub und wird bald auch noch vervollständigt. Damit jeder fähig ist, diese IIS 1024 Sachen zu brechen. Und ich hoffe, dass ihr auch meine Implementierung testet und mir erzählt, was ihr denkt. Okay, dann lasst uns mal gucken, wie das funktioniert in der Praxis. Wenn wir jetzt John hier jetzt ausführen auf dem Hash mit meinem Skript, dann wird es dieses Passwort bruteforcen. Das Passwort kam hier relativ schnell, weil es in meiner Liste war. Und John the Ripper war fähig, ungefähr 7000 Passwörter zu testen in einer Sekunde. Und wenn wir das vergleichen mit PBKDF2 mit 310.000 Iterationen, dann wird John das Passwort auch rausfinden, weil es in der gleichen Liste ist. Aber es wird es erst nach 2 Minuten finden, was wesentlich länger ist. Und das kann nur ungefähr 30 Passwörter pro Sekunde testen, was wirklich sehr langsam ist. Und das zeigt, wie der Algorithmus und die Anzahl der Iterationen das Ergebnis hier stark beeinflusst. So, das war's für die Schlüsselderivation und das Passwortknacken. Das Einzige, was jetzt noch fehlt für die Entschlüsselung, ist, wie funktioniert tatsächlich die tatsächliche Dateientschlüsselung im Endeffekt. Und da gibt es noch eine Datei mit all den Schlüsseln für die verschiedenen Dateien und die wird entschlüsselt mit den Schlüsseln, die wir gerade rausgefunden haben. Und dann werden diese Schlüssel wieder halt, dann können wir diese Schlüssel alle benutzen, um die Dateien einzeln zu entschlüsseln. Und
Da, wenn der Nutzer das Passwort geändert hat, dann muss man nicht den kompletten Vault entschlüsseln, zum Glück, wenn ein Nutzer ein Passwort ändert, sondern man muss es halt immer nur für die Datei machen. Das ist halt eine gute Idee. Und die Verschlüsselungssicherheit bleibt gleich. So, und jetzt noch eine Sache. So, was ist jetzt aber halt der Dateiverschlüsselungsalgorithmus tatsächlich? Es ist der gleiche wie der benutzt wird, um das Nutzerpasswort zu verifizieren. Und da wird also benutzt, das ist genau das gleiche AES-128-Bit-Modus. Und das im Counter-Modus, im Zähler-Modus. Und als ich dann aber mein Skript ausgeführt habe, um dieses AES 512 oder 1024-Bit zu testen, habe ich festgestellt, dass es nicht funktioniert hat. Also habe ich das Ganze nochmal ausprobiert und angeguckt. Und habe gesehen, es gibt ein paar kleine Änderungen. Der zweite Schlüssel zum Beispiel ist jetzt tatsächlich komplett gestored mit der gesamten NOS. Das heißt, die 16 Bytes von dem Schlüssel werden gestored vor der Verschlüsselung. Und es wird dann benutzt, um den zweiten Schlüsselstream zu generieren und das Output dann als Plaintext zu exoren. Das heißt, dann habe ich das so in meinem Skript implementiert, aber dann hat sich herausgestellt, dass auch mit AES 512 wieder das gleiche war mit der Schlüsselverifizierung. Also habe ich es nochmal dekompiliert und rausgefunden und habe rausgefunden, für das AES 512 nur zwei Iterationen von AES 128 benutzt wurden, außer dass der letzte Schlüssel dann benutzt wird. Und das fand ich ganz interessant. Das war tatsächlich das gleiche auch dann für AES 1024, außer dass da nicht das achte Teil, die letzten acht von dem Verschlüsselungsschlüssel benutzt wurden. Und so konnte ich jetzt final die fünf Formate dekodieren und konnte so jetzt quasi das IV, also die NOS, in Klartext finden. Wir haben einen Parameter, der sagt, welchen Algorithmus wir benutzen. 4 benutzt hier, bedeutet hier AES 1024. Und dann haben wir die Dateilänge. Und dann in verschlüsselt haben wir den Dateinamen, wir haben ein paar Nullen und wir haben noch ein Offset. Und danach kommt der ganze Klartext. Und das nächste Problem, was ich festgestellt hatte, war, dass dieses CTR-Design, dass wenn man diese Iterationen hat, es war mehr oder weniger das gleiche wie eine CTR-Reihenfolge. Und das bedeutet, dass man kann Dateien immer noch bearbeiten. Das heißt, wenn jemand die Datei bearbeitet, dann wird sie komplett dekodiert mit exakt den gleichen Modifikationen. Und es wird nicht, man kann es nicht wirklich erkennen mit dieser Lösung. Das heißt, wenn man jetzt also diesen Tresor irgendwo in der Cloud speichern will, dann kann man nicht garantieren, dass er nicht geändert wurde. Die Nonces sind alle zufällig generiert mit OpenSSL. Das heißt, da gab es nicht wirklich ein Problem. Das war wunderbar. Aber da es auch nur zwei Iterationen von AES gibt, haben wir auch allerhöchstens eine Sicherheit von 256-Bit-Level quasi. Und tatsächlich ist es so, dass wenn wir sogar noch ein bisschen tiefer gehen, dann, wenn wir jetzt nur diesen verschlüsselten Datei haben, dann müssen wir nur 128 Bits brute-forcen für den ersten Schlüssel. Und dann für den letzten Schlüssel müssen wir das halt mit der AV, der IV XOR. Und das heißt, wir haben nur ein Sicherheitslevel von 256 Bit. Aber wenn wir jetzt hier ein bisschen Kryptografie machen mal und wir gehen davon aus, dass wir zwei Klartextblöcke haben, die null sind und wir haben den Ziffertext C1 und C2, dann können wir schreiben diese Gleichung für die Verschlüsselung und wir wissen, dass C1 AES, beziehungsweise der erste Teil, der erste Schlüssel und die erste IV gesort sind mit dem AES von der ersten IV mit dem letzten Verschlüsselungsschlüssel. Und hier ist der Klartext relativ klar, weil er null ist. Und wir können das gleiche schreiben für den zweiten Ziffertext. Dann, wenn es so ist, dass wenn wir das dann umbauen und
dann kriegen wir diese Gleichung, die wiederum nur auf den ersten Verschlüsselungsschlüssel ankommt und nicht auf den letzten, den achten, weil es das tatsächlich sich rauscancelt. Sich rausstreicht aus der Rechnung. Und so können wir quasi alles dekodieren mit nur dem ersten Teil des IIS-Schlüssels. Und so wird daraus dann am Ende IV ist geXORed mit IV2. Und das ist alles, was man dann braucht für das Entschlüsseln der Datei. Und wir wissen, dass wir den korrekten Schlüssel geraten haben. Und das gibt uns also eine Reduktion auf nur 128-Bit Sicherheit. Das ist natürlich etwas theoretisch. Aber wir müssen davon ausgehen, dass wir das natürlich so verschlüsselt haben. Aber in der Tat ist es so, dass wenn wir jetzt einen Dateinamen unverschlüsselt haben, dann können wir diese Information nutzen, um einen Nullblock zu haben. Und diese Reduktion für unsere Lösung verwenden. Sobald ich mein Ergebnis hatte, habe ich NC Security auch kontaktiert, dieses Jahr im Mai. Sie haben das dann auch bestätigt, also die Schwächen in der Herleitung des Schlüssels. Dann wurde das an die Western Digital und andere weitergegeben. Ich habe die dann auch getroffen, um abzusprechen, bis wann das veröffentlicht werden kann oder ab wann. Dann habe ich auch zwei Bug-Bezeichnungen bekommen dafür. Und im September hat sich herausgestellt, dass das in anderen Applikationen von Western Digital auch verwendet wird. Also haben wir die Deadline erweitert bis zum 22. Dezember. Das war jetzt alles, was ich hier gefunden habe. Und jetzt kann Boy bitte das andere zeigen, präsentieren. So, ich möchte das jetzt aus der anderen Sicht halten, von NC Security. Also die andere Sicht der Story, interessante Ereignisse, die noch kamen, Herausforderungen, die wir hatten. Und vielleicht für dieses Publikum auch interessant, wie sind wir eigentlich das Design für die Fixe gefunden? Ein bisschen Hintergrund. Also die Firma wurde 2009 gegründet. Wir haben Millionen von Nutzern für unsere Software. Teilweise ist das, weil wir OEM-Versionen haben. Wir haben dieses Produkt also mit USB-Sticks verkauft oder auch anderen USB-Speichermedien. Zum Beispiel SanDisk, was heutzutage zu Western Digital gehört. Sony ist auch ein Kunde und die haben das mit einer SSD verkauft. Und Lexa hat auch USB-Sticks verkauft, genau, also mit unserer Software. Und nur Western Digital und Sony haben überhaupt reagiert, als wir sie kontaktiert haben. Lexa hat uns nie geantwortet. Aber Sony und Lexa sind eigentlich nicht mehr unsere Kunden. Unsere Timeline, also die Timeline aus unserer Sicht war etwas anders. Also ich bin erst März, April 2021 dazugekommen, weil sie ein internes Security Assessment machen wollten. Ich habe nicht all die schönen Sachen gemacht, die ihr gerade gesehen habt, mit Decompiling und Debugging. Was ich gemacht habe, sind einige einfache Tests, die ich machen kann, zum Beispiel Dateien mit Hex-Editoren anschauen und sie modifizieren. Und ich habe ganz ähnliche Sachen gefunden. Und ich habe auch einfach nur Fragen gestellt.
Also wie leitet, wo leitet ihr den Schlüssel ab? Ja, wir benutzen MD5 mit 1000 Runden. Okay, naja, 1000 Mal ist nicht genug, offensichtlich. Ich habe meinen Bericht im April abgegeben und dann war ich an sich fertig. Ich bin Freelancer, also ich habe nur für sie gearbeitet. Und dann kam im Mai Silver. ENC hat das dann auch akzeptiert, hat aber erstmal nichts weiter damit gemacht. Und dann hat im Juni Silver das auch den Kunden mitgeteilt und dann haben die angefangen, Fragen zu stellen. Und dann hat ENC erstmal angefangen, das wirklich zu untersuchen. Dann haben wir von Juni bis November damit verbracht, unser Team zu vergrößern, es zu diskutieren, die Implementierung und Designs zu diskutieren, zu testen. Und deswegen wurde ich gebeten, auch hier wieder auszuhelfen. Am Ende haben sie es tatsächlich geschafft, eine neue Version zu veröffentlichen, die das KDF-Problem löst. Und geplant für die Zukunft ist, die Probleme mit dem Ciphertext zu lösen. Also was ist das Erste, was passiert ist? Mein Vorgesetzter hat dann erstmal gemeint, wir haben hier diesen Bericht gekriegt von einem Typen, den ich nicht kenne. Ist das überhaupt echt? Ist es, ja, etwas. Und er hatte Angst, dass es echt ist. Weil es natürlich die gleichen Fehler sind, die vorher schon gefunden wurden. Und dann habe ich ihn gegoogelt. Ja, sieht echt aus. Er hat ein paar Sachen gemacht. Der Bericht ist sehr gut geschrieben. Und wenn das jetzt bezahlte Arbeit gewesen wäre, dann wäre dieser Bericht Geld wert. Also wirklich gute Arbeit. Und vielleicht sogar ein bisschen zu viel für jemanden, für eine Software, die es eigentlich gratis gibt. Und es war jetzt sehr spezifisch zum Produkt. Es war nicht einfach nur jemand, der gehofft hat, durch um sich werfen von Schlüsselwörtern einen Bug-Report zu bekommen oder eine Erwähnung zu bekommen. Also es war schon echt. Auch die Begriffe und die Beweise, die er geliefert hat, die haben schon gezeigt, dass er weiß, wovon er redet. Und dann habe ich auch gemeint, Entschuldigung Leute, das ist echt, da müssen wir wirklich was machen. Das war auch schon geplant, aber nicht unbedingt so schnell, wie wir es jetzt machen mussten. Und das klingt jetzt einfach. Man muss einfach nur ein neues KDF, also man muss die Schlüssel neu ableiten. Es ist schon ein gelöstes Problem eigentlich. Und das andere Problem, naja, authentifizierte Verschlüsselung. Aber alles ist einfach, wenn man es nicht selber machen muss. Also schauen wir uns mal an, was dann weiter passiert ist. Jemand hat uns eine Bombe geschickt und wir müssen sie entschärfen. Die Firma, also das Produkt war nur im Wartungsmodus. Wir hatten also nicht sehr viele Ressourcen, mit denen wir arbeiten konnten. Wir mussten also als allererstes das Team größer machen und mehr Leute kriegen. Und dann mussten wir überlegen, was machen wir, wie dringend sind die Probleme, können wir offensichtliche Prioritäten festlegen. Und wir mussten sehr eng mit unseren OEM-Kunden zusammenarbeiten. Also Western Digital ist auch noch ein aktiver Kunde von uns. Aber das hat mehr Aufmerksamkeit von ihnen gebraucht. Und sie wollten sich auch die Lösungen ansehen, die wir vorgeschlagen haben. Sie wollten sicher gehen, dass das Problem auch gelöst wird. Und wir haben enger mit ihnen zusammengearbeitet als vorher. Und wir mussten sehr, sehr schnell arbeiten. Also, vergrößern. Wir brauchen mehr Leute. Wir brauchen mehr Hände. Woher nehmen wir diese Leute? Es gibt schon so viel Nachfrage für Tech-Fähigkeiten, auch Verschlüsselung, sehr schwer zu finden. Das ist außerdem während den Sommerferien passiert. Und viele Leute sind zu diesen Zeiten einfach nicht erreichbar oder reagieren nicht so schnell. Also ich war selbst im Urlaub. Es war geplant, es war gebucht, also sind wir in Urlaub.
Wir mussten also alles sehr kurzfristig machen. Wir haben extra Leute bekommen, die aber alle Teilzeit gearbeitet haben. Und Teilzeit ist nicht das Beste, wenn man schnelle Lösungen will. Das nächste, was wir gemacht haben, ist natürlich eine Triage. Wir haben die Ableitung des Schlüssels, also Key Derivation, angesehen. Und das ist natürlich ein bisschen riskant. Hängt natürlich vom Use Case ab. Aber es war ziemlich klar, dass das ein großes Risiko für die Nutzer ist. Wir wollten das als erstes fixen. Und wir haben auch gemerkt, dass es eigentlich relativ einfach gehen sollte. Das andere Problem, das gefunden wurde, das Formungs- oder Malleability-Problem, das ist wahrscheinlich nicht ganz so einfach auszunutzen. Es ist natürlich ein theoretischer Angriff. Man kann also Dateien manipulieren, aber es ist schwierig, eine gezielte Veränderung in einer Datei zu machen. Also darauf komme ich später nochmal zurück. Und wir haben damit gerechnet, dass das sehr viel schwerer zu lösen ist. Wir haben also einen mehrstufigen Ansatz gewählt. Erst die Schlüsselprobleme und dann den Rest. Wir mussten also eine neue Funktion für die Ableitung der Schlüssel finden. Und es musste einige Kriterien erfüllen. Es muss natürlich kompatibel sein, weil wir ein fertiges Produkt haben und wir wollen das immer noch öffnen, das damit verschlüsselt wurde. Wenn unsere User das also nicht mehr können, dann hat unser Support ein großes Problem. Und sie würden wahrscheinlich unser Produkt nie wieder verwenden. Performance ist natürlich ein großes Thema. Die Leute wollen natürlich Sicherheit, aber sie wollen auch eine gute Performance. Viele unserer Nutzer sind wahrscheinlich nicht die fähigsten oder die Menschen mit dem meisten technischen Wissen, also ist Performance schon ein Thema. Dann natürlich Security. Es gibt unterschiedliche Sicherheitseigenschaften dieser Funktion. Das waren natürlich die Hauptprobleme. Also die verschiedenen Optionen, die wir da noch hatten, waren Argon 2, Balloon Hashing, S-Script. Und dann ist natürlich die Frage, wie viele Iterationen wollen wir machen? Die ersten drei Optionen hier, die haben eine interessante Eigenschaft. Sie sind basierend auf Speicherplatz. Das heißt, sie brauchen sehr viel Speicherplatz, um zu funktionieren, was sie sehr gut gegen Angriffe mit Grafikkarten zum Beispiel schützt. BDKDF2 mit HMAC und SHA-256 lässt sich viel besser parallelisieren. Allerdings, von der Implementierung her, ist diese letzte Funktion sehr viel einfacher für uns, weil wir schon OpenSSL verwenden und da ist es schon dabei, die anderen Optionen nicht. Man kann die anderen Sachen wahrscheinlich mit OpenSSL-Komponenten zusammenbauen, aber es ist schwieriger. Und eine Sache, die hier wirklich schiefgelaufen ist, ist, dass jemand etwas selber bauen wollte. Also der hat versucht, PBKDF2 selber zu bauen. Und dabei ist etwas entstanden, was so aussieht wie PBKDF2, aber nicht so ist. Also haben wir uns überlegt, das einfach zu benutzen. War wahrscheinlich die sinnvollere Variante, weil es auch schon etabliert ist. Die anderen sind neuer. So, die Frage ist, wie viele Iterationen? Wir sind nämlich auf älteren Plattformen, neueren Plattformen, mobilen Plattformen und wir hatten ein bisschen Angst, dass es bei zu vielen Iterationen, dass es einfach sehr lange dauern würde, wenn sie ihre Ordner oder ihre Vaults öffnen wollen. Und wir wollten auch nicht, dass sie dann den Support anfragen. Also wir haben dann
PBKDF2 mit 100.000 Iterationen zu machen, was eine überschaubare Anzahl ist. So, jetzt die großen Challenges, das zu implementieren. Wir hatten ein limitiertes Team. Das Team war sehr schnell geformt, aber wir mussten einander kennenlernen. Und viele von uns waren halt auch, wie gesagt, nur in Teilzeit. Das heißt, wir mussten mal gucken, wer jetzt gerade verfügbar ist und wer nicht. Wir mussten erstmal einen Rhythmus finden, der funktioniert. Und das heißt, die von uns, die beim EDC sind, wie gesagt, hauptsächlich alle Teilzeit, haben alle sehr zusammengearbeitet mit dem Testteam von Western Digital. Und die waren tatsächlich in Indien. Das heißt, wir hatten auch noch unterschiedliche Zeitzonen. Wir mussten auch noch einige Sachen diskutieren mit Leuten aus den USA. Und noch mehr Zeitzonen. Also dann hatten wir noch die Feiertage und Festivitäten. Wir haben, wie gesagt, im Sommer angefangen, da waren ein paar Sommerfeiertage und selbst während Covid waren manche Leute halt im Urlaub und so weiter und so fort. Und dann gab es noch ein Festival in Indien, das sich Vivaldi nennt und da super wichtig ist. Und das heißt, Leute hatten da halt eine Woche frei, weil das ist, was man da macht in Indien. Und dann ein paar Wochen später war Thanksgiving in den USA, was wieder bedeutet, dass manche Leute nicht da waren. Dann hatten wir jede Menge Leute, die krank geworden sind. Zwei Leute haben noch Covid gekriegt. Eine Person war tatsächlich offline für 2 Wochen komplett und hatte dann immer noch Zeit zum wieder über den Berg kommen gebraucht. Die andere Person hatte nicht so lange gebraucht. Wir brauchten auch eine ganze Weile, um offizielle Statements öffentliche zu veröffentlichen, Webseiten zu aktualisieren, solche Sachen. Das dauert auch alles immer länger, als man denkt. Wir mussten Scope Creep verhindern, also den Umfang des Problems eingrenzen. Weil Software hat natürlich immer Probleme und das Erste, wenn man so ein Problem findet, ist natürlich, dass man es erstmal beheben will. Aber manchmal, wenn man halt eine harte Deadline hat, dann muss man vielleicht sagen, ist das jetzt wirklich was wir jetzt gerade fixen müssen oder können wir das vielleicht auch einfach später machen? Wir kamen auch zu ein paar Problemen, wo Apple entschieden hat, dass sie ein paar Updates machen, die einiges von unserem Code kaputt gemacht haben. Das ist natürlich auch super, dass wir halt einen neuen Release machen wollten, aber wir mussten jetzt auch noch das Problem beheben, weil andernfalls hätten Nutzer unsere Anwendung gar nicht mehr benutzen können. Western Digital benutzt auch noch mobile Applikationen und der Google Play Store hatte noch neue Anforderungen, dass wir jetzt eine neue SDK benutzen müssen. Die hat nicht gut funktioniert mit unserer Base auch zuerst. Dann hatten wir eine begrenzte Testkapazität. Da werde ich später noch was zu zeigen. Und ein Teil des Problems war, dass wir als EDS Security nicht die Mobil-Apps testen konnten, weil wir den Code dafür nicht hatten. Wir hatten auch keine Umgebung, um sie zu testen. Weil das waren alles Sachen, die bei Western Digital entwickelt wurden. Und gleichzeitig haben wir auch eine API zur Verfügung gestellt, die tatsächlich von denen genutzt wurde. Das heißt, wenn es Probleme in der API-Bibliothek gab, dann mussten wir das angucken, uns auch. Aber wenn es in der Applikation war, dann mussten die sich das angucken. Und unsere API funktioniert übrigens auch auf Android und iOS. Und das unterliegende Dateisystem ist aber natürlich ein bisschen unterschiedlich. Das heißt, unsere API war also quasi zwischen einem Application Layer und dem Dateisystem Layer. Und das hat auch nicht alles einfacher gemacht. Im Debugging. Und ja, wir hatten viele, viele unterschiedliche Betriebssystems und Produktkombinationen zu testen. Und ja, ich werde jetzt mal versuchen zu zeigen, worum es geht. So, das Produkt heißt Data Vault. Und da gibt es jetzt die Version 6. Es gibt eine neue Iteration namens Data Vault Version 7. Das ist eine etwas andere Codebase, ein bisschen anderes Nutzerinterface hauptsächlich. Aber Data Vault 6 ist auch die Basis für Data Vault Lite, was die Sony-Version ist, Secure Access, was die alte Western Digital-Version ist, Private Access, was die neuere Western Digital-Version ist. Und es ist auch die Basis für die Vault API. Und diese Vault API ist auch wieder für nochmal 3 unterschiedliche Mobilapplikationen.
Und wenn wir jetzt hier an die Update-Pfade gucken, und das sind die, die wir sehen, für die Desktop-Applikationen nur, weil die Software läuft ja unter Windows und macOS und es muss auch noch auf unterschiedlichen Versionen von Windows und macOS laufen. Dann wollen wir zum halt die älteren Versionen von Software, wollen wir, dass immer noch upgradebar sind auf die neueren Versionen. Und wir wollen auch, dass Nutzer noch upgraden können zu unserer bezahlten Version, weil das ist ja unsere Einkommensquelle. Das heißt, es sind eine Menge Upgrade-Pfade zu testen. Und es sind nicht nur Upgrades von Software zu Software, sondern auch von Dateiformaten zu einem neuen Dateiformat, das sich vielleicht ändert. So, da hatten wir auch ein paar Limitationen bei der Nutzung der Software, weil wir tatsächlich Begrenzungen in den Gratis-Versionen der Software haben, darüber, auf welchen Geräten sie laufen können. Die volle Version kann auf jedem USB-Stick oder einer Festplatte laufen, aber die alte Version, die alte Secure Access-Version zum Beispiel, die von Western Digital oder SanDisk, die läuft zum Beispiel nur auf SanDisk USB-Sticks. Dann gibt es Private Access, was auf SanDisk USB-Sticks läuft, aber auch auf etwas, das sich die iXBand Charger App nennt. Und das ist ein Gerät, das sich verbindet und drahtlos ein Telefon laden und es backuppen kann gleichzeitig. Das heißt, es gibt da eine App auf dem Telefon auch für, die dieses Backup machen kann und die nennt sich die iXBand Charger App. Und offensichtlich funktioniert das nur, wenn man eins von diesen Ladegeräten hat. So ähnlich auf der Sony-Seite funktioniert Data Vault Lite auch nur, wenn man das mit einer Sony SSD verbindet. Das ist also schon alles ganz schön. Aber so, ja gut, das eine Gerät, das könnte ich jetzt bauen, das andere Gerät hat mir mein Manager gegeben. Das dritte, das konnte ich tatsächlich nicht kaufen, das von Sony. Aber, ja, man hackt halt ein bisschen rum, wie in den 20ern. Ich habe früher auch ein bisschen gehackt, in den 90ern früher und in den 80ern mit alten Computerspielen auf meinem MSX. Und das Ding ist halt, dass damals ich konnte zwar die binären Dateien auf den Geräten flashen, aber das ist tatsächlich nicht das, was wir testen wollen, weil was uns limitiert, ist ja eine funktionale Anforderung. Wir wollen außerdem, dass es auf allen Geräten läuft. Und das ist natürlich eine Anforderung an, dass die Skripte das Ganze alles bauen. Das heißt, was ich also gemacht habe, ist, ich habe mir einen alten Pi Zero gekauft. Ein Raspberry Pi 0. Ich habe da ein Ambient drauf und ich habe ein Skript gemacht, das Dateisystem-Sachen aus dem Kernel lädt und die Vendor-IDs ausliest. Und so konnte ich zum Beispiel eine iXpand-Festplatte und solche Sachen haben und virtuell darstellen. Okay. Also, wie vorhin gesagt, wir hatten auf jeden Fall einiges an Herausforderungen zu überwinden. Und jetzt könnte man sagen, dass die Änderung der Schlüsselderivationsfunktion ist relativ kompliziert. Aber da wir die Deadline auf jeden Fall nicht erweitern durften, weil Sylvan seine Lücke veröffentlichen wollte, war es dann so, dass halt wir dann irgendwann am 2. Dezember geschafft haben, die neue Version zu veröffentlichen. Und das ist der Teil, wo die Schlüsselableitungsfunktion dann geändert wurde. Dann hatten wir noch eine andere Sache zu ändern und das ist die Ziffertextlesbarkeit, beziehungsweise Veränderbarkeit, nicht Lesbarkeit. Und was man hier jetzt sieht, ist der AES im Zählermodus. Und wie gesagt, wenn wir mehr als AES 128 haben, dann machen wir mehrere Runden von dem Counter. Aber tatsächlich ist es im Endeffekt das Gleiche, wenn man sich mal mit dem Counter-Mode beschäftigt hat. Es ist nicht groß anders als ein Keystream einfach mit einem XOR auf dem Plaintext. Das heißt, man macht einen etwas komplizierteren Schlüsselstream mit quasi zwei Schichten, aber im Endeffekt ist es das Gleiche. Das heißt, was ist hier also das Problem mit der Ziffertext-Veränderbarkeit? Also, wenn das jetzt hier der Klartext ist und das ist das Wort Test in Kleinbuchstaben und wenn wir jetzt da den Keystream drüberlegen, dann kriegen wir diesen Ziffertext.
Was man jetzt natürlich sieht, ist, weil es XOR ist, also einfach nur zwei Nullen. Und wenn es Einsen sind, dann ist es eine Eins und dann ist es auch eine Null. Und wenn sie unterschiedlich sind, dann wird es eine Eins. Aber was, wenn ich etwas über einen Teil der Daten schon weiß, zum Beispiel über den Klartext, und ich möchte es ändern? Wie zum Beispiel, ich weiß, dass der Klartext Test ist. Dann kann ich zum Beispiel dieses kleine T zu einem großen T machen möchte, dann kann ich das machen, indem ich einfach dieses Bit, eine Sekunde, ich versuche es gerade anzuwählen, irgendwie will ich es gerade nicht in der Präsentation, wenn ich dieses Bit zu 0 ändere, dann wird es ein großes T. Und das kann ich machen, indem ich dieses Bit ändere zu 1. Und dazu muss ich einfach nur das Bit flippen im Ziffertext und dann flippt es das auch im Plaintext, im Klartext. Das ist jetzt okay für manche Applikationen, aber es ist, und es geht auch noch schlimmer. Wenn man jetzt also zum Beispiel eine ausführbare Datei hat und ein Angreifer weiß genau, was die Datei ist, die verschlüsselt ist, für jedes Bit haargenau, dann können sie ja quasi diese Datei manuell ersetzen durch eine andere Datei von der gleichen Größe oder auch kleiner, wenn man am Ende noch abschneiden kann. Größer kann man es nicht machen, wenn man den Schlüsselstream nicht hat. Aber in dem Fall könnte man eine ausführbare Datei ersetzen. Es ist nicht unbedingt einfach, das auszunutzen, aber wenn man es kriegt, dann ist es sehr, sehr schlecht. Also die Lösung hierfür ist, dass wir irgendeinen Schlüsselauthentisierungscode benutzen. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Da gibt es Ziffermodi, die authentisiert sind, wie zum Beispiel GMAC oder HMAC. Da gibt es noch andere Lösungen. Aber ja, das klingt ungefähr ganz gut, weil es löst das Problem komplett. Weil jetzt ist es so, dass wenn nur jemand authentisiert ist und wenn jemand nicht authentisiert ist, dann versucht Dinge zu ändern, dann wird es einfach nicht zusammenpassen und dann hat man festgestellt, dass jemand das geändert hat. Allerdings gibt es zwei Methoden, wie man diese Vaults benutzen kann. Wir haben Reinkopieren- und Rauskopieren-Modus, was man in manchen von den Screenshots von Sylvain gesehen hat. Und das ist, wo man halt eine Datei einfach in den Vault reinkopiert oder einfach rauskopiert, mit zum Beispiel Drag and Drop oder mit verschiedenen Knöpfen. Und in dem Modus muss man immer die komplette Datei lesen oder schreiben. Und dann gibt es Mounting. Was macht, dass der Vault reingeladen wird in dein Dateisystem, zum Beispiel als ein Dateisystembuchstabe oder ein Ordner in den Favoriten in macOS. Und das gibt es zwar nur in dem vollen bezahlten Produkt, aber macht tatsächlich ein paar interessante Seiteneffekte in diesem Kontext. Weil, wenn man jetzt mal annimmt, wir haben eine Datei und die enthält den kompletten Ziffertext, weil es ist die verschlüsselte Datei. Und die MAC-Adresse ist auch noch irgendwo gespeichert, wahrscheinlich im Dateiheader. Dann nimm mal an, du würdest die Datei bearbeiten und öffnen mit einer kompletten Verifikation der Datei. Wenn das jetzt eine große Datei ist, dann wird das eine ganze Weile dauern. Wenn wir nur einen Teil der Datei ändern, zu nur klein oder groß, müssen wir so oder so diese MAC neu berechnen für die komplette Datei, bei jedem Ausschreiben. Wenn wir jetzt annehmen, wir öffnen ein paar Videodateien oder so. Und dann hat man jetzt irgendwie 256 Gigabyte Filme in 4K. Und in diesen Videodateien ist normalerweise ein kleines Symbol drin, damit man direkt sehen kann im Thumbnail, wie das Video aussieht. Und wenn wir jetzt den Vault öffnen und das Anzeigeprogramm möchte dieses Bild anzeigen, dann muss die komplette Datei überprüft werden. Von vorne bis hinten. Und das ist natürlich eine sehr komplizierte und rechenintensive Operation. Und das könnte eine Minute dauern oder mehrere Minuten. Das wäre sehr nervig. Und wenn wir jetzt irgendeine Applikation haben, die nur ein paar Bytes in der Datei ändert, dann müsste man auch wieder eine Menge Zeit aufwenden, um diese MAC neu zu berechnen bei jeder einzelnen Änderung. Und das ist also von einem Performance-Sichtpunkt ist das natürlich nicht schön. Eine offensichtliche Lösung wäre,
Also die Datei in einzelne Blocks aufzuteilen und dann eine Mac für jeden einzelnen Block zu haben, ist das Ganze etwas verwaltbarer. Weil wenn wir jetzt nur einen bestimmten Block lesen müssen, zum Beispiel, wenn man jetzt hier guckt, ah okay, dann muss man jetzt hier doch noch den anderen überprüfen, vielleicht um sicherzustellen, dass die ganze Datei richtig ist. Weil eventuell, wenn jetzt hier was geändert wurde, dann ist es woanders. Dann ist die Latenz auf jeden Fall wesentlich leichter zu erkennen. Und es gibt eine bessere Lese- und Schreibe-Performance, aber man hat natürlich auch wieder einen höheren Overhead, weil man alle diese Mac-Berechnungen für jeden einzelnen Block unterschiedlich machen muss. Und dann muss man eventuell ein Merkle-Tree bauen, um die Macs zu vergleichen und so weiter. Man hat mehr Overhead auf der Festplatte, mehr. Und das sind meistens so bis zu 12%, manchmal vielleicht auch weniger, je nachdem, wie groß die Blöcke sind. Man hat wesentlich mehr Komplexität, mehr Fehler und Randfälle. Und es passt auch nicht so richtig in unser aktuelles Software-Design. Also es wäre wirklich eine Menge Arbeit. Also, was sonst noch? Gibt es Alternativen? Ja, gibt es. Man kann einen Verschlüsselungsmodus benutzen, der resistenter ist gegen diese Änderungsattacken. Da gibt es zum Beispiel CBC oder XTS. XTS ist ein gutes Beispiel, weil es wirklich sehr hart ist, da mit Dinge zu beeinflussen. Man kann es mit bestimmt irgendwie teilweise kaputt machen, einzelne Dateien, wenn man einen Schreibzugriff hat. Aber man kann natürlich auch immer einfach die ganze Datei zerstören. Wenn solange das Schreibzugriff da ist, ist natürlich eh schon vorbei. CBC hat noch ein paar andere Optionen, da man auch einzelne Bits flippen kann, aber der nächste Block ist dann kaputt. Es hat ein paar mehr Limitationen als der Counter-Modus, aber es gibt ein paar Optionen. Dann gibt es noch andere Optionen, wie zum Beispiel große Blockgrößen. Das hilft tatsächlich auch. Damit kann man immer noch halbwegs erkennen, wo in der Datei Dinge bearbeitet wurden. Das sind aber alles Mitigations und nicht wirklich ernsthafte Lösungen, weil es nicht eine komplett authentisierte Verschlüsselung ist. Es ist eine Mitigation, es reduziert das Risiko aber absolut. Und das können wir tatsächlich jetzt noch kombinieren mit der authentisierten Verschlüsselung und den Kopflöcken der Datei. Weil diese Kopflöcke sind natürlich das Wichtigste an Metadaten, was es gibt. Und das hat dann auch nicht so einen hohen Performance-Impact. Und das ist tatsächlich dann, was wir machen wollen, um die Veränderbarkeitsprobleme zu beheben mit diesen Headern und authentisierter Verschlüsselung. So, eine letzte Sache noch. Als ich angefangen habe mit meiner Aufgabe für dieses Ding, für EDC, war ich, okay, IS 1024, what? Was ist das? Das gibt's doch gar nicht. Und ich habe ein bisschen diskutiert mit den Leuten von EDC, die schon ein bisschen länger dabei waren. Und es stellt sich heraus, dass das Produkt schon an viele verschiedene Firmen verkauft wurde. Und manche davon sind nicht Teil von einem bestimmten Handelsabkommen, wo bedeutet, dass sie bestimmte Verschlüsselungen tatsächlich nicht geliefert bekommen durften. Und es gibt tatsächlich Exportrestriktionen auf IS 128. Und das ist natürlich ziemlich verrückt. Es ist ja nicht so, als ob Leute nicht einfach Open Source Software benutzen könnten. Es ist wahrscheinlich nicht wirklich eine sinnvolle Strategie. Aber wenn deine Firma dafür verklagt werden kann, es zu benutzen, dann ist das natürlich ein Problem. Aber ja, also fürs Marketing wollten wir natürlich etwas wesentlich Stärkeres. Und weil Leute denken natürlich, dass 128, ja, gibt's, können wir das nicht irgendwie stärker machen und irgendwie nach Militärstand machen. Und Leute außerhalb der Kryptografieindustrie haben tatsächlich irgendwie einen positiveren Ausblick auf Militärstatusverschlüsselung als wir vielleicht. Und deswegen dachten wir, wir machen einfach mehrere Runden von IS 128 und nennen es 256, 512, 1024, weil Leute verstehen einfach, was höhere Zahlen sind. Man kann einfach sagen, ja, wir haben jetzt 8 Runden gemacht, aber na gut.
Das ist natürlich, was ich jetzt hier sage, das stand hier jetzt nicht drauf, aber wir machen auch nicht wirklich 8 Runden. Wir machen das tatsächlich nur für das initiale Grapping vom Schlüssel. Aber ja, das ist im Endeffekt, was ich, das wollte ich einmal erklären, warum zur Hölle diese Entscheidung gemacht wurde. Weil jeder, der sich irgendwie mit Verschlüsselung auskennt und guckt sich dieses 1024 an und denkt, was, diese Leute haben doch keine Ahnung, wovon sie sprechen. Aber ja, es ist einfach nur Marketing. Ja. Ja, damit gebe ich jetzt mal das Mikrofon zurück zu Sylvain. Ja, also wie wir gesehen haben während der Präsentation, um das mal zusammenzufassen, das Level an Sicherheit ist sehr schwierig zu erkennen manchmal. Für die Lösung kommt es auf sehr viele verschiedene Dinge an, die Algorithmen, die genutzt werden, der Arbeitsfaktor, also die Nummer an Iterationen für das Hashing und natürlich die Größe der Schlüssel, die benutzt wird. Dieses Projekt war eine wirklich spannende Kollaboration zwischen uns und zwischen ENC Security und mir. Und die haben die Probleme so behandelt, so gut behandelt, wie sie konnten. Und ich hatte viel Kontakt mit dem Team und wir haben viel zusammengearbeitet. Und die Ergebnisse, an den Ergebnissen, die ich gefunden habe, was nicht immer der Fall ist. Und ich bin froh, dass ich diese Präsentation teilen konnte, weil aus meiner Sicht, aus unserer Sicht ist es immer so, dass von der Angreifersicht ist es immer schön zu sehen, all die Dinge und Probleme, die passieren bei den Leuten, die dann tatsächlich reparieren müssen, was wir kaputt machen. Und es ist spannend zu verstehen, was deren Probleme sind. So, das ist jetzt alles von uns erstmal. Wenn ihr noch Fragen habt, werden wir die gerne beantworten in der Frage-Antwort-Session. Und ihr könnt uns aber auch kontaktieren auf Twitter und GitHub und per E-Mail. Vielen Dank. Ich möchte noch hinzufügen, dass wir auch die Zusammenarbeit sehr angenehm fanden. Wir sind sehr froh, dass du dir die Zeit genommen hast und da mit uns zusammengearbeitet hast, obwohl du nicht musstest. Also vielen, vielen Dank. Okay, danke vielmals. Es war ein sehr interessanter Vortrag, wobei ich zugeben muss, ich kenne mich nicht so gut mit Kryptographie aus. Aber trotzdem vielen, vielen Dank. Und es haben sich auch viele Leute dafür interessiert. Und ja, Glückwunsch dazu. Kleine Erinnerung an die Zuschauer. Wenn ihr Fragen habt, schickt die bitte rein über Twitter, Mastodon oder direkt im ISC mit dem Hashtag R3S im Feediverse oder im Channel R3S im ISC. So, wir haben auch schon Fragen. Als allererstes, bevor ich es vergesse, von Leuten hier, direkt hier im Saal, wie anstrengend oder wie schmerzhaft war es, das zu entdecken und dann wieder zu reparieren? Es war, also, ich bin es nicht gewohnt, das zu reversen. Es war nicht so anstrengend aus den Gründen, wo ich OpenSSL mir anschauen musste, aber es war ansonsten ziemlich angenehm. Es gab keinen Debugging-Schutz und Function ID hat ganz gut funktioniert, also es war ganz angenehm. Ja, vielen Dank. Okay, erste Frage aus dem Publikum. Sind die Anzeichen, gibt es Anzeichen, dass das wirklich benutzt wird oder habt das nur ihr? Also, es wird verwendet von vielen Personen, hauptsächlich die SanDisk USB-Sticks verwenden, aber ich kann keine tatsächlichen Zahlen nennen, aber es ist eine ordentliche Anzahl an Leuten. Also, das Setup habt ihr nur mit genau den Kunden oder den Geräten gesehen, die ihr beschrieben habt. Das ist jetzt nicht außerhalb benutzt. Also, das wird jetzt nicht in der Industrie benutzt. Nein, das ist kein Industriestandard. Also sicherlich nicht.
Aber was wir sehen können, ist, dass Update-Requests reinkommen. Die Software hat eingebaute Update-Funktionalität und wir können sehen, dass da Anfragen kommen auf dem Server nach neuen Versionen, ob es neue Versionen gibt. Und das meldet auch die Versionsnummer, die im Moment verwendet wird von der Software. Aber da können wir schätzen, wie viele Leute das verwenden. Vielen Dank. Würde ein fähiger Endnutzer das benutzen wollen, diese Software, oder würde er eher besser verbreitete Software nutzen? Oder die eingebaute im Betriebssystem? Es ist ein bisschen anders als Full Disk Encryption. Es ist Verschlüsselung auf der Dateiebene und es ist eine ziemlich einfache Lösung. Es ist standardmäßig auf der Festplatte eingerichtet und wenn man sich nicht besonders auskennt oder sich in dieser Art Software auskennt, und dann kann man es verwenden oder es ist ziemlich einfach. Okay, aber ich muss jetzt die Frage ein bisschen interpretieren. Ich bin nicht ganz sicher, ob das die Intention war. Aber ich würde es so verstehen, würdet ihr empfehlen, dass man diese Software benutzt, wenn der Nutzer sich schon ein bisschen auskennt, dass der Nutzer damit wirklich ihre Dateien schützt? Oder, nee, benutzt ordentliche Softwareverschlüsselung und lasst das Programm hier. Also die Beispiele, die wir in der Frage bekommen haben, waren alle Verschlüsselung auf der Block-Ebene. Das funktioniert nicht für alle Szenarios. Also wenn man Dateiverschlüsselung braucht, dann muss man etwas anderes verwenden. Und da gibt es auch andere Alternativen, selbst Open-Source-Alternativen. Aber was ich glaube, ist sehr interessant, besonders in der Kommunikation mit Sandisk, ist, dass man es auch auf dem iPhone verwenden kann. Man kann nicht unbedingt alle USB-Sticks auf dem iPhone verwenden. Da muss etwas besonders passieren, dass es überhaupt funktioniert als Hersteller. Und die Software von Sandisk hat eine Verschlüsselungsoption drin. Und ich mag das. Okay, danke. Habt ihr euch angesehen, spezielles Programm? Okay, bitte. Ich glaube, irgendwas mit DM Integrity. Nein, das haben wir uns nicht angeschaut. Und nicht in dem Sinne, dass wir... Aber wir können nicht den Device Mapper von Linux verwenden, weil das Windows- oder macOS-Software ist. Und es geht um Datei-Verschlüsselung und nicht Blockverschlüsselung. Okay. Wie hat die Migration bestehender Vaults für den Endnutzer funktioniert, also alte Dateien? Ja, es ist eigentlich ziemlich einfach. Sobald man eine neue Version startet, öffnet man ein Vault und es sagt dir, das Vault wurde aktualisiert. Das war's. Aber man muss es öffnen, man muss das Passwort eingeben und dann wird das automatisch gemacht. Das heißt, der Verschlüsselungsschlüssel wird nochmal neu verschlüsselt und wir schreiben auch den Salt neu, weil die vorherige Version einen statischen Salt hatte. Wie es sozusagen korrekt herausgefunden hat. Also müssen wir einen neuen Salt schreiben für jedes Vault und das tun wir auch. Und natürlich muss der Verschlüsselungsschlüssel neu verschlüsselt werden. Ah, danke. Und jetzt erstmal die letzte Frage. Was denkt ihr über ECC in militärischem Level von Verschlüsselung? Ich habe noch nie von ECC Military Grade Verschlüsselung gehört. Aber ECC sind fehlerkorrigierende Codes, glaube ich. Aber ja. Okay, vielen Dank. Dann sehe ich jetzt erstmal keine weiteren Fragen. Nein? Okay, dann danke nochmal vielmals für den Vortrag. Es war wirklich interessant. Und nochmal, das Interesse aus der Community war definitiv hier. Also vielen Dank.
Eine Anmerkung nur noch. Also mein Pull Request zu dem Repository wurde gemerged kürzlich, also kann man das jetzt einfach aktualisieren und ist nicht meine Version verwenden für John the Ripper. Sehr schön, das ist doch gut. Wir haben doch eine letzte Frage noch und ich denke, wir haben so viel Zeit. Habt ihr mal probiert, kompatibel zu anderen Dateiverschlüsselungen zu sein, zum Beispiel AnkFS? Nein. Okay, danke. Damit würde ich hier schließen und gebe euch an die Backstage.